And so in the attempt to integrate Ayurveda in modern medicine and to let modern medicine accept Ayurveda and to help modern medicine to understand itself, we are trying to do these studies. Und damit moderne Medizin geholfen werden kann, beziehungsweise sagen wir so erst, dass moderne Medizin und Ayurveda sich integrieren können, dass Ayurveda wirklich einen Beitrag leisten kann in der modernen Medizin und drittens, damit die moderne Medizin sich endlich mal selbst ein bisschen besser versteht, machen wir die Arbeit, die wir hier machen. And let's start with magnetic resonance imaging. Und wir arbeiten mit dem MRT. You know what it is? It's when you go to the hospital and they put in a machine that does bam, 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 bam. And then you get sliced by the machine. Also Sie wissen, was die Maschine macht. Da fährt man rein, da macht bum, bum, bum und man wird in kleine Teile zerschnitten. And so, okay. You know, you get image from the MRI that are in black, white and shade of gray. And if we make this kind of gradation of you know, from black to white, we may adapt this to the Mahabhuta in taking in consideration the fact that the Mahabhuta are an increase of the density of the matter. Wie Sie wissen, MRT-Bilder sind schwarz-weiß beziehungsweise mit den entsprechenden Graubereichen zwischendurch. Und wir können diese Farbunterschiede, also diese verschiedene Farbdichte, auch übertragen auf das Elementesystem. And of course, if we know that Akasha and Vayu express what we call the guna of what we call Vata, we can say that this shade here is related to Vata. This shade here is related to Pitta. This shade here overlapped because of Jala is related to Kapha. Und so würde es aussehen, also das Äquivalent farblich von dem, was dargestellt wird, wenn etwas sehr dunkel ist, mit den Vata bzw. Luft und Raumelement und so weiter. Das wissen wir. And now we get the surprise. Und jetzt kommt die Überraschung. Because MRI is used for morphological analysis in modern medicine. Und Sie wissen, dass MRT benutzt wird für morphologische Analysen in der Schulmedizin. Why? With Ayurveda we get something more. Aber in Ayurveda, damit können wir noch was mehr machen. For example, this is a whole body MRI scan. Das ist ein Ganzkörper MRT Scan. And we see different shade of gray. Und wir sehen verschiedene Graubereiche dort. And you want to know something very funny. Und jetzt erzähle ich Ihnen was Lustiges. The whiter part is fat. Die weißen Flecken sind Fettbereiche. The solid part of bones. Die harten Bereiche, also Knochen. Everything that stays still have very low metabolism. Das heißt, alles, was im Stillstand ist, das heißt, sich nicht bewegt, eine geringe Stoffwechselfrequenz hat. Kapha, Jala, Prithvi. Und das ist alles, was erdig ist, also aus der ayurvedischen Sicht, Wasser und Erdelemente, Kapha. On the other hand, we have that the black part. Und die dunklen Bereiche. Is the part that has less density because it's full of air. This was a alive human being. Also das ist ein lebendiges Individuum. Sie sehen, die schwarzen Bereiche sind die, wo also Hohlräume sind oder weniger Dichte, materielle Dichte ist. And again, there is very low metabolism. In Akasha, for example, there is very low. Und interessanterweise auch hier haben wir Bereiche, wo wenig Stoffwechselaktivität in diesen Geweben ist. And all the shade of gray are areas in which the metabolism is very active. Und die ganzen Graubereiche sind genau die Bereiche, wo Stoffwechselaktivität sehr hoch ist. And we may divide areas that are more gray or less gray, and we have areas more tejas, more jala, more or less active. Look at the muscles, look at the liver. Look at the kidneys. Schauen Sie sich die Bereiche von Niere, Muskel und so weiter an. Das sind die Bereiche, wo viel Stoffwechselaktivität da ist. Und das sind genau die Bereiche, wo nämlich Feuerelement viel vorhanden ist. I will show you other example, but what I want to tell you is that we are just at the beginning. Then we are making measurement of the degree of the shade, but we find that there is an absolute comparison with what is observed by the physiology. So this means that for Ayurveda, if you look at modern morphological analysis with Ayurveda, you can get morphofunctional analysis. And the funny thing is that you can get also from modern medicine, but you have to do PET,
You have to do all the other very expensive tests and also very time consuming and stressing for the patient, while you could get the same thing just looking an Ayurvedic way at a simple MRI. Und wir haben das also auch, das hört sich jetzt sehr einfach an, aber wir haben das wirklich im Detail auch weiter uns angeschaut und es ist wirklich die einzelnen Gradierungen in den Schattierungen entsprechen exakt den Beobachtungen, die Physiologen dort machen, also was Stoffwechselaktivität angeht. Also, das heißt, dass die MRT-Ergebnisse uns morphologische Ergebnisse zeigen, während wir, wenn wir uns das aus ayurvedischer Sicht anschauen, beziehungsweise einfach nur die Beschreibungen im Ayurveda nehmen, wir bereits morphofunktionale Beschreibungen haben. Das heißt, um morphofunktionale Ergebnisse in der Schulmedizin zu bekommen, müssen wir eine ganze Reihe von Untersuchungen machen, die erstens teuer sind und auch den Patienten belasten. Wir brauchen nur in die Ayurveda-Bücher gucken und steht alles drin. But it's not only this. Let's look, for example, more in detail. This is the same person sliced here, and what we see inside is like I cut him by the half. Okay, also halb durchgeschnitten, die gleiche Person. We can see that there is, that is the brain, that sometime is there and sometime not, depends on the people, by the way. Also, das ist ein Individuum, bei dem man das Gehirn sieht, bei dem ist das Gehirn vorhanden, bei mir wäre es möglicherweise ein anderes Foto. And also here you can see different shade of white and dark, and this gives you an idea of the morphology and of the functioning. But I don't have the time now here to explain because we get too much in technical. You have to understand that when you do that magnetic resonance is based on this concept.